Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr hier sehen könnt, sind meine Nägel mal fällig. Das heißt, ich habe schon einen Teil der Modellage abgebracht. Entschuldigung. Habe auch zwei Nägel zu ersetzen, Liftings auszubessern und ja, das alles mache ich heute mit euch gemeinsam. Ich werde mir jetzt meinen Fräser zurecht machen, da ich mittels Schleifkappen mir die alte Modellage entfernen möchte. Ich werde sie nicht komplett entfernen, sondern nur einen Teil. Und da könnt ihr jetzt live dabei sein. Viel sprechen werde ich nicht, weil, ja, ihr kennt's, der Fräser ist laut. Als nächstes werde ich mir hier an meiner linken Hand die Nagelvorbereitung machen. Dazu nehme ich mir meinen Pro-Pusher, schiebe mir die Nagelhaut zurück. Dann kommt wieder mein Fräser zum Einsatz, diesmal aber mit diesem Fräsaufsatz hier. Damit entferne ich dann die unsichtbare Nagelhaut, stelle aber meinen Fräser auf maximal 5000 Umdrehungen. Damit das alles schön sanft vor sich geht und ich mit den Naturnagel nicht verletze, aber trotz alledem die unsichtbare Nagelhaut entferne. Wenn ich das getan habe, kommt mein zweiter Aufsatz zum Einsatz. Und zwar ist das dieser kugelkopfförmige Fräser. Ich hoffe, ihr seht den auch richtig. Damit gehe ich jetzt ebenfalls mit der kleinsten Umdrehungszahl von 5000 Umdrehungen an der Nagelhaut entlang und entferne mir so überstehende Reste bzw. Fetzen, damit dann bei der neuen Modellage nichts im Weg ist und stört. Wenn das erledigt ist, kommt mein letzter Fräskopf zum Einsatz. Das wäre dieser hier. Der ist spitzzylindrig. Und da gehe ich nochmal ganz sanft über den Nagel, um eventuelle Reste zu entfernen. Ja,
wenn das erledigt ist, es kommen ja doch noch ein bisschen was runter, wird mein Polierkopf bzw. mein Bürstenkopf zum Einsatz kommen. Den habe ich jetzt gestern mal ausprobiert und war ganz zufrieden. Der nimmt nämlich ordentlich und schön den Staub weg. Da gehe ich so ungefähr auf 10.000 Umdrehungen und entferne mir hier den Staub. Ja, das mache ich jetzt bei allen Nägeln und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Denn dann geht es schon weiter mit dem Kleben von meinen Tipps. Vorher raue ich mir natürlich den Nagel an, wie sich das gehört, damit auch dann alles schön haftet. Meine Naturnagelvorbereitung ist jetzt abgeschlossen. Ich habe mir die Nägel angehauen mit einer 180er Feile und werde jetzt zuerst hier diesen neuen Tipp aufkleben. Ich benutze dazu die New Oval, die habe ich mal von der lieben Monika Wolters und bin damit sehr zufrieden. Und jetzt geht das lustige Tippsuchen erstmal wieder los, da ich ja die Tipps hinten kürze. Und nicht vorne, da ich mir die Mandelform gern erhalten möchte. Aber ich sehe gerade, ich muss die Kamera nochmal umstellen. So, jetzt habe ich sie erstmal wieder an den Platz gestellt, wo sie doch die besten Ergebnisse erzielt. Leider suche ich immer noch mein Ladekabel. Ich hoffe, der Akku hält durch so lange. Von der Monika Wolters habe ich mir, ach, jetzt muss ich da wieder jonglieren, die New Oval gekauft. Das sind klare Tipps in einer schönen Mandelform. Ich hoffe, ihr seht hier etwas. Diese Tipps werde ich mir jetzt auf dem fehlenden Finger anpassen. Ich habe mir einen etwas größeren genommen, da ich den Tipp von hinten kürzen möchte, da ich mir die ovale Form einfach beibehalten möchte. Dazu nehme ich meine Schere und schneide mir hier an der Smile das ab, was ich nicht brauche, und daher habe ich mir einen größeren Tipp genommen, damit er dann auch noch schön mit den Seitenlinien zusammen stimmig und passend ist. Ja, den klebe ich mir jetzt. Ich habe einen handelsüblichen Kleber. Momentan nutze ich den von Nail Express. Ich mag eigentlich die in der Pinselflasche lieber, bin aber jetzt erstmal auf den zurückgekommen und werde mir, sofern er offen ist, meinen Tipp kleben. Ja, das Zeug verstopft recht schnell. Und dann habe ich ihn über Nacht auch noch stehen gelassen. Da war es natürlich aus mit der Öffnung, aber das geht so ganz fix. So. Den halte ich mir jetzt ein paar Sekunden fest, weil der Tippkleber nicht unbedingt der schnellste ist. Und ja, ich weiß von Trendnails, der ist super, wurde mir von vielen Stellen schon gesagt. Da man aber dort nur mit Gewerbeschein bestellen kann und ich keinen Gewerbeschein habe, da ich das aus purem Hobby für mich mache, kann ich mir den nicht holen. Und nur wegen dem
Tippkleber jetzt bei zum Beispiel Lünenails im Shop zu bestellen, lohnt sich garantiert nicht. Also warte ich einfach mal ab. Vielleicht komme ich mal anderweitig zu diesem Tippkleber. So, den lassen wir jetzt trocknen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um dieses Lifting hier. Das habe ich noch nicht ganz wegbekommen. Ich nehme dazu, wie gesagt, eine 180er Feile und habe davon momentan das Feilwechselsystem vom Nagelladen mit dem Edelstahlbord. Das ist eine 180er und damit versuche ich jetzt ganz einfach das Lifting noch ein bisschen aus dem Weg zu schaffen. Wenn dann der Nagel getrocknet ist, kommt auch schon das Befeilen des Übergangs. Das habe ich bei den anderen schon gemacht. Da brauche ich nichts mehr tun. Jetzt mache ich aber meinen Kleber gleich zu, bevor er mir wieder austrocknet. Ja. In der Zwischenzeit cleaner ich mir auch meine anderen Nägel ab. Bereinige ich sie somit von Fett, Schmutz etc. pp., was sich so auf dem Nagel halt befindet. Und glaubt mir, das ist manchmal ganz, ganz schön dolle. Ja. Das hätten wir. In der Länge befeile ich sie mir nicht, weil die sollen so bleiben, wie sie sind. Jetzt kann ich mir auch schon hier diesen Nagel befeilen, der Kleber ist getrocknet. Als erstes, dazu nehme ich meine 180er Feile, die ist jetzt schon ein bisschen ramponiert, und befeile mir diese Ecken, damit die nicht so weit überstehen, und gleiche sie an den Naturnagel an. Des Weiteren mattiere ich mir den Tipp ebenfalls an. Mit dem Buffer entferne ich jetzt einfach nur noch mal ein paar Reste vom Klebstoff und dann wäre der Finger fertig. Jetzt kommt mein Primer zum Einsatz. Jawohl. Manchmal fehlen mir doch echt ein bisschen die Worte, aber ihr wisst, was ich meine. Immer noch der gleiche von Aretini, das Base Gel ebenfalls von Jolifin. Wird sich auch nicht ändern. Halt, ein was habe ich vergessen. Und zwar mir die Spitze etwas zu entschärfen. So. Ja, ich weiß, ich bin jetzt leider nicht direkt im Bild gewesen. So. Jetzt aber. Den Primer trage ich dünn auf meinem Naturnagel auf. Dort agiert er wie eine kleine Klebeschicht, sprich so eine Art doppelseitiges Klebeband. Das lasst ihr dann schön eintrocknen. Und jetzt beginnen wir auch gleich mit dem Auftragen des Einphasengels. Also ich nehme kein Einphasengel, sondern ein Grundiergel. Und zwar hatte ich euch das gerade eben schon gezeigt, von Jolifin aus der Base Pure Line 4 Plus Serie. Dazu reicht auch eine geringe Menge. Und das wird
ordentlich einmassiert. Wie gewohnt wird das dann für 2 Minuten ausgehärtet und dann kommt auch schon der nächste Schritt. Der Daumennagel ist mein Naturnagel. Der ist nur mit Gel verstärkt, also wundert euch nicht, der wächst schief und biegt sich, krallt sich auch so stark. Aber ich möchte einfach mal testen, wie lang der werden kann, wenn der mit Gel unterstützt wird. So. Das lassen wir jetzt aushärten und dann hole ich euch wieder zurück. Als nächstes erstelle ich mir mit meinem Einphasengel eine dünne Kontaktschicht. Da ich nach dem Einphasengel keinen Aufbau mit Aufbaugel arbeite, sondern den Aufbau mit meinem Make-up-Gel vorarbeite. Ich benutze wie immer mein Einphasengel von Cosinails. Damit bin ich auch bei den Nägeln sehr zufrieden. Was man allerdings damit nicht richtig oder nicht wirklich gut machen kann, ist ein Aufbau, wenn man so wie ich langsam arbeitet. Weil das Gel fließt wirklich schnell in die Ränder. Gut. Sollte was in die Ränder langen, gelangen, meine Güte, schwer. Deutsch ist heute auch schon etwas schwerer. Dann aus den Rändern sofort herausholen, da sonst die Gefahr von Liftings entsteht. Ja, und wie gewohnt kommt das jetzt in die Lampe. Um meinen Aufbau vorzuformen, benutze ich heute das Make-up Perfect Make-up Skinny von Chameleon Company. Das ist ein Bildergel, das also nicht schnell läuft. Jetzt ist es etwas wärmer. Da fließt es auch ein bisschen. Aber trotz alledem ist es noch nicht ganz so flüssig. Ja, dazu. Das verwende ich jetzt, um meinen Aufbau vorzumodellieren. So. Jetzt könnt ihr eure Smileline noch schön formen. Ich möchte heute eine dramatische haben. Und gleich geht's weiter. Wenn eure Nägel alle fertig sind, wird die Schutzschicht abgekleinert und dann wird auch schon gefeilt. Ich nehme dazu eine 180er und befeile mir hier den Aufbau und die Smileline zurecht. Und das macht ihr jetzt bei allen Fingern, bis euch die Form richtig gefällt. Und wenn eure Nägel fertig sind, wenn ihr euch alles schön befeilt habt, dann können wir auch schon mit dem Farbgel-Auftrag anfangen. Ich habe mich entschieden für das Neon Glitter Lime Nummer 1024 von Aretini und das Neon Glitter Sweet Orange mit der 1026, ebenfalls von Aretini. Hauptfarbe ist aber das Lime. Und das Orange gibt einfach nur einen Schmuckfinger. Und ich fange mit diesem Gel hier an.
ja, wichtige Sache mit dem Gatten geklärt. Ich habe in der Zwischenzeit trotzdem den Finger schon fertiggestellt. Werde aber jetzt, damit ihr nochmal zuschauen könnt, den zweiten Finger ebenfalls machen. Das lasst ihr jetzt wie gewohnt aushärten. Ich nehme in meiner LED-CCFL-Lampe dafür 60 Sekunden. Natürlich mache ich mir den Nagel jetzt auch gleich noch mit, weil das wäre ja schade, beziehungsweise Zeitvergeudung. Als nächstes wird abgeklinert und dann könnt ihr auch schon beginnen, euer Design zu machen. Ich werde mir als erstes den Übergang zwischen Farbgel und Make-up-Gel mit meinem Einphasengel angleichen. Das Ganze wird jetzt für 2 Minuten ausgehärtet und dann angeraut. Als nächstes wird die Schwitzschicht entfernt und die Nägel werden angebuffert, damit dann auch das Design noch drauf gemacht werden kann. So, als Design habe ich mich für ein paar Fimos entschieden, und zwar diese 4 Stück. Ein grüner Apfel, ein rot-gelber Apfel, eine gelbe und eine orange Blume, und die kommen alle nur hier auf den Neonorange. Bei den anderen werde ich nur etwas dezentes Glitzer auftragen und dann schon versiegeln. Ja, bei den Fimos ist es nicht ganz einfach, die in eine Modellage einzubringen, weil meistens sind sie zu dick. Und sollte das mal passieren, dass euch die Fimos zu dick sind, nehmt einfach eine Feile, euren Fimo, ja, und die zweite Feile dazu, und dann feilt ihr euch den Fimo einfach dünn oder ganz weg. Nee, der ist rausgerutscht. So. Ja. Dazu braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber
Das kriegt ihr schon hin. Und je nachdem, wenn er dann dünn genug ist, könnt ihr euch den in eure Modellage mit einlegen. Ich werde mir die vorher noch ein bisschen biegen, damit die ein bisschen ovaler sind. Ich nehme mir die Fimo-Scheibe einfach zwischen zwei Finger und biege sie mir so zurecht. Und wenn eure Fimos so liegen, wie sie sollen, könnt ihr das Ganze schon aushärten. Ich habe sie natürlich in eine Schicht ein Phasengel eingelegt und ordentlich festgedrückt, damit dann auch nichts hochsteht. Ich habe mich für diese beiden Glitzer, Neon-Glitzer entschieden. Die habe ich von Pretty Nail Shop 24 und die passen wunderbar dazu. Ich trage mir jeweils eine Schicht ein Phasengel auf und lege dann mein Glitzer ein. Dort, wo ich die Fimos habe, kommt jetzt erstmal eine etwas dickere Schicht Gel drüber, damit ich dann auch hier noch etwas Glitzer einlegen kann. Dazu möchte ich aber erstmal die Fimos unter das Gel bringen. Und auch hier jetzt das reicht mir aus. Am Daumen mache ich das dann, wenn ich die vier fertig habe. Wir sind doch jetzt schon fast am Ende angelangt. Wir tragen uns jetzt noch, also speziell ich, weil ich weiß ja nicht, was ihr macht gerade. Es kommt jetzt eine Schicht ein Phasengel drüber, um den Glitzer ein bisschen zu, ja nicht zu versiegeln, sondern einfach, dass der nicht mehr hubbelig auf der Modellage sitzt und dann wird das Ganze kurz angebuffert und zum Schluss kommt dann der Versiegler drauf. Und wenn ich soweit bin, dann hole ich euch nochmal dazu. Als nächstes und letztes trage ich mir jetzt meinen Versiegler auf. Ich benutze sehr gern den Silex ohne Schwitzschicht von Nail Express. Der ist, wie ich schon erwähnt hatte, sehr kratzfest und beständig im Glanz. Ich habe mir den kurz aufgeschüttelt. Und trage ihn mir jetzt in einer dünnen Schicht auf. Das ist schon absolut stark, beides zusammenzubringen.
ausgehärtet wird für 2x2 Minuten. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt beide Hände fertig. Das wäre das Endergebnis vor dem Ölen. Wie ihr seht, sind die Nägel unterschiedlich lang und ja, das ist so gewollt. Ich trage jetzt noch ein bisschen Nagelöl auf und dann ja, zeige ich euch nochmal. So, meine Lieben, hier zu sehen das Endergebnis. Ja, auch ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier auf der linken Hand die weißen Punkte vergessen habe, aber es ist schon spät und muss ich jetzt nicht mehr nachholen. Das ist mein Ergebnis für Sommernägel in Neon und hoffe, es gefällt euch. Im Anschluss wie immer das Bild. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bye bye, eure Katrin.